In den Himmel zu kommen ist das Endziel eines jeden Wesens. Wir kommen aus der Einheit aus Gott und wir kehren wieder in die Einheit zu Gott zurück. Und ich bekomme öfters von Zuschauern die Frage, wie ist es überhaupt im Himmel? Wird man dort überhaupt müde oder schläft man da gar nicht? Was macht man da den ganzen Tag? Und trifft man da wirklich auf Gott? All diese Fragen werde ich in diesem Video beantworten. Und als ich bei meiner kürzlichen Nahtoderfahrung im Himmel war, konnte ich einen kurzen Einblick gewinnen, was es bedeutet, im Himmel zu sein. Und es ist ganz anders, als du dir das jemals vorstellen kannst, aber lass es mir dir erklären. Also in der Bibel steht ja schon drin, dass wir uns keine bildliche Vorstellung von Gott machen sollen, keine bildliche Vorstellung, wie das im Himmel aussehen soll. Und was machen die meisten Christen? Sie stellen sich das vor. Ich bin ja ein sehr aufmerksamer Zuhörer und ein sehr aufmerksamer Beobachter. Und ich höre immer wieder von den Christen, wie sie sich so geistig das Himmelreich vorstellen, wie es da ist. Und jeder erzählt auch was anderes, wie sie sich Jesus visualisieren. Man visualisiert sich, wie man mit Jesus rumfliegt, wie man mit Jesus tanzt, wie man Jesus heiratet, wie das im Himmel aussieht. Man stellt sich das gedanklich in der Vorstellung vor, wie es dort sein soll. Aber in der Bibel steht doch drin, macht euch kein Bild davon. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, den ich dir jetzt gleich sagen werde. Und zwar der Grund ist ganz einfach, die Vorstellungskraft, die du hast, womit du dir das vorstellst und visualisierst, ist begrenzt. Das heißt, das, was du dir vorstellst, das hat immer mit den Daten zu tun, die du schon bereits in deinem Verstand hast. Und wo kommen diese Daten her? Diese Daten, die kommen von deinen Erfahrungen, die du hier gemacht hast. All das, was du hier kennst in dieser menschlichen Welt, das hast du hier drin. Und wenn du dir jetzt das Himmelreich vorstellst, dann benutzt du immer diese Daten. Und das bedeutet, dass du dir das vorstellst, wie es dort ist, aber es eigentlich dort ganz anders ist. Aber du kannst dir es nicht anders vorstellen, weil du gar nicht weißt, wie es dort ist. Und einige stellen sich vor, dass das Himmelreich so ist wie die Erde hier. Das hat mir jemand mal erzählt. Im Himmel ist es ja genauso wie hier. Bloß halt, dass es friedvoller ist. Aber das konnte ich gar nicht annehmen, weil ich wusste, dass es dort nicht so ist wie hier. Dann wäre ja gar kein Unterschied, oder? Und hier gehen wir jetzt noch viel, viel tiefer rein und ich beschreibe dir jetzt ganz genau, wie der Himmel ist. Und das ist ganz wichtig jetzt. Und zwar, so wie ich es dir beschreibe, kannst du auch nicht den Himmel erfassen. Denn ich wurde letztens gefragt, hey, ich habe dein Video gesehen mit deiner Nahtoderfahrung und es hört sich richtig interessant an. Kannst du noch nicht ein bisschen mehr über den Himmel erzählen? Und da habe ich gesagt, egal wie ich dir das erkläre, du wirst es nie wirklich wissen, wie es dort wirklich ist. Und zwar kann ich dir das Gleichnis mit dem Honig geben. Stell dir mal vor, du lebst irgendwo im Dschungel und du hast noch nie Honig gegessen. Und stell dir mal vor, ich komme jetzt aus den USA zu dir gereist und du fragst mich dann, hey, ich habe gehört, ihr habt Honig dort. Wie schmeckt dieser Honig? Kannst du mir das mal erklären? Und dann versuche ich dir das mit meinen Worten zu erklären. Ja, der Honig ist süß, der Honig schmeckt so und so. Aber du wirst nie wirklich wissen, wie der Honig wirklich schmeckt, sondern du stellst dir das dann vor, ah, so schmeckt Honig. Aber wenn du Honig irgendwann wirklich isst, dann schmeckst du ihn zum ersten Mal und dann weißt du, wie der Honig wirklich schmeckt. Und genauso ist das mit dem Himmel auch. Egal, wie du dir das vorstellst hier, egal, wie sehr du die Bibel studierst, egal, wie sehr du Worte aufsaugst, egal, wie sehr du dir das vorstellst, das Himmelreich ist ganz anders, als du dir das vorstellen kannst. Und zwar, ich habe ja auch gewisse Vorstellungen im Kopf gehabt. Und als ich letztens meine OP hatte und dann dort diese kleine Nahtoderfahrung hatte und dort wirklich so richtig tief losgelassen hatte, und ich habe vorher auch gewusst, dass das passieren wird, ich habe mich da schon darauf vorbereitet, aber ich habe so tief losgelassen und bin dann überraschenderweise bin ich an diesen Ort gekommen, an diesen Zustand und habe das dann erfahren. Und dieser Frieden, den ich dort erfahren habe, dieses Losgelöstsein, diese Wesen, die da waren, das war so, so tief und so schön und so glückselig. Ich habe das hier auf dieser Welt nie erfahren. Also das, wie ich das dort erfahren habe, das gibt es hier nicht. Das heißt, du kannst dir das nicht vorstellen, sondern du kannst es nur wissen, wenn du da bist. Du kannst es nur sein.
Was mich am meisten überrascht hat, das Himmelreich ist kein entfernter Ort. Das Himmelreich ist nicht die Erde, wie du es hier kennst, bloß ganz woanders, wo dann alles genauso läuft, wo dann Autos rumfahren, wo Gott dann rumrennt und so. Das Himmelreich ist kein Ort, sondern ein Zustand. Und das kann man sich nicht vorstellen, außer man wird es, außer man erfährt es. Und dann ist es ganz anders, weil in diesem Zustand, wo du dann drin bist, da passiert die Magie, das ist ein anderes Erleben. Dort hast du nicht mehr diese Sinne hier, dort guckst du nicht mehr aus den Augen, sondern du bist dort mit Gott eins und es ist ein ewiger Zustand mit Gott. Deswegen kann ich dir das nicht erklären, auch wenn ich sage, jetzt es ist glückselig, es ist friedvoll, dann hast du sofort eine Vorstellung, aber du hast es nicht geschmeckt. Du hast den Honig nicht probiert. Das heißt, du musst erst in den Honig hineingehen und zum Honig werden. Und dann weißt du, was der Himmel ist. Und jetzt wird es noch komischer. Ich beantworte dir jetzt alle Fragen, die ich zum Anfang gestellt habe. Und hey, wenn dir diese Themen gefallen, dann lass doch ein Abo da und trete der Community mit Gleichgesinnten bei. Und du hast gefragt, wird man dort müde oder schläft man dort gar nicht? Das ist zum Beispiel wieder menschlich. Das kennst du aus dem menschlichen Erleben hier. Aber wenn du ins Himmelreich gehst, wenn du zum Himmelreich willst, dann gibt es diese menschliche Erfahrung nicht mehr. Und das heißt, nein, du wirst nie müde. Nein, du hast keine Zeiten, wo du schläfst. Weil im Himmelreich ist 24 Stunden Party. Im Himmelreich ist 24 Stunden Glückseligkeit. 24 Stunden bist du einfach nur da. Da gibt es kein Verschwinden. Du wirst dort nicht schlafen. Okay? Was macht man dort den ganzen Tag, hast du gefragt? Das ist wieder menschlich. Du hast da keinen Alltag. Du rennst da nicht draußen rum und gehst einkaufen. Im Himmelreich gibt es das alles gar nicht. Im Himmelreich, wie gesagt, das ist ein Zustand, wo du einfach anders existierst. Und da musst du nicht mal einkaufen gehen. Da musst du nicht mehr den Tag planen. Und eine ganz wichtige Frage, trifft man dort auf Gott? Du triffst da nicht nur auf Gott. Du stellst dir das wieder menschlich vor. Es ist nicht so, dass du da sitzt im Restaurant und plötzlich geht da Gott vorbei und du sagst, wow, da ist Gott. Hey, grüß dich, komm mal rüber hier, ich möchte mit dir essen. Nein, im Himmelreich wirst du eins mit Gott. Du bist dann eins. Du bist zusammen mit Gott, face to face, in diesem Zustand, 24 Stunden, die ganze Zeit mit Gott, weil Gott deine Essenz ist. Du kehrst von dieser aufgeteilten Ego-3D-Welt zurück in die Einheit. Du kommst aus der Einheit, erfährst das alles hier und dann ziehst du dich wieder zurück in die Einheit und bist die ganze Zeit in Ewigkeit mit Gott. Und wenn du da nicht ein bisschen aufmachst mit deinem Mindset, dann wirst du dich immer mehr in dieser 3D-Ego-Welt verlieren. Das ist ja die Welt vom Satan und du kannst dich hier immer mehr verlieren in dieser menschlichen Geschichte und in diesem Chaos und in diesem Labyrinth und dir so viele Fragen stellen und somit wirst du dich immer mehr von Gott entfernen und das möchtest du ja nicht. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt tiefer und zwar, du kannst das Himmelreich jetzt schon kosten. Du musst dich nicht fragen, wie ist es im Himmel irgendwann? Nein, du kannst es jetzt schon kosten und ich werde dir jetzt ganz genau zeigen, wie das geht. Denn der einzige Weg, dem Himmelreich näher zu kommen, das Himmelreich immer mehr zu erfahren und immer mehr zu schmecken, wie das da eigentlich ist, ist, indem du von dieser Welt loslässt, von deinen ganzen Vorstellungen und dann immer mehr in dir, tief in deiner Essenz ankommst. Du musst deine Sinne zurückziehen, das Sehen, das Denken, das Anfassen, das Schmecken und davon loslassen und immer mehr in deine Essenz tief in dir ankommen. Und wenn du das machst, wenn du von allen Dingen losgelassen hast, wenn du bei deinem Ich Bin ruhst, was deine Essenz ist, dein wahres Ich Bin, nicht deine Gedanken, nicht deine menschlichen Vorstellungen, dahinter ist noch das Ich Bin. Und Jesus ist ja das Ich Bin, das Christusbewusstsein und das ist in dir. Und wenn du da mal bleibst und da mal stehen bleibst und alles loslässt, dann wirst du langsam merken, wie friedvoll du wirst. Und wie glückselig du wirst. Und dann bist du nicht etwas,
sondern du bist im Hier und Jetzt in der Ewigkeit. Und das ist das Himmelreich, was in dir ist. Deswegen hat Jesus gesagt, das Himmelreich ist inwendig in dir. Und das ist wahr, weil das Himmelreich ist hier in deinem Herzen, aber hinter dem Herzen. Fühl mal da rein, zwischen dein Herz und deiner Wirbelsäule. Und bleib in diesem Punkt. Und dann wirst du durch das Tor gehen und einen Geschmack schon mal davon haben, wie das Himmelreich ist. Das heißt, Meditation ist der Weg, und wenn du lernen möchtest zu meditieren, wenn du die Ich-Bin-Meditation lernen möchtest, dann schau mal in die Videobeschreibung, denn dort habe ich einen ganz neuen Meditationskurs für dich entwickelt, wo du immer tiefer gehen kannst, damit du das Himmelreich immer mehr in dir realisieren kannst. Und das Ich-Bin zu verstehen ist also der Schlüssel, und je mehr du das verstehst, umso besser. Und wenn du dann noch tiefer gehen willst, dann schau jetzt unbedingt in dieses Video rein, weil da erkläre ich dir in einem Vortrag, was das Ich-Bin wirklich ist.